Ja, sprich. Hallo. Ja, du. Jetzt sind wir uns wieder nicht einig hier. Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Gary Swat im freien Modus mit mir, dem Grattelbart, und mit dem Tudu. Hallo Leute. Hallo. What? Dein Ding hier geht mir schon jetzt auf den Sack. Was, wie hast du das programmiert? Das verfolgt mich. Ja. Warum verfolgt es mich und blendet mich? Wie hast du das gemacht? Der fotografiert dich nur. Wie, der fotografiert mich? Ich hab keine Unterwäsche an. Wieso fotografiert er mich? Weil er das kann. Dieser Schlawiner. So, du hast dir die Map gewünscht? Ja, ich hab die gesehen in den Mods und das sieht cool aus. GM Mountains heißt die oder so ähnlich. Falls ihr die haben wollt, müsst ihr mal schauen bei Top Rated. Und die sieht doch eigentlich ganz cool aus, finde ich. Warum haben wir eigentlich gar keine Waffen? Fällt mir auf. Oh, dann habe ich die noch aus. Aber das passt ja eigentlich. Tatsächlich? Dann kannst du mich ja nicht trollen. Ach, und das wollen wir nicht, oder was? Ah, warum hast du Waffen und ich nicht? Das ist doch unfair, Tudu. Ey, hier quietscht dieser Apparat noch rum. Das stimmt. Und der wird immer lauter. Ich dachte eigentlich, es wäre der Gummidildo, der dir zur Verfügung steht. Ey! Nein! Der wird ja immer lauter, das Viech. Dieses Geräusch. Nein, hey. Ernsthaft. Ich höre es auch, aber ich bin's nicht. Hinter dir, bei mir. Kann man nochmal Sachen rückgängig machen? Mit Z. Ist schon länger. Warte mal, ey, ich muss mal neu starten. Das nervt. Auch schade. Aber bei mir ist es jetzt weg. Ja, bei mir. Pass auf, das kommt bei mir, das Geräusch. Ja, warte mal, ich töte dich einmal. Mal gucken, ob es dann weg ist. Genau. Hey, hat funktioniert. Ha. Grantel-Genie. Ja. Grantle down. Du bist auch ein lustiger Mann. Ja. Ich höre das Ding wieder. Ich auch. What the fuck? Das fliegt hier wohl unsichtbar noch weiter. Was ist das? Was ist das wieder für eine verbackte Scheiße gespawnt? Ich renne auf jeden Fall mal weg davon. Dann ist es dein Problem. Super. Ich versuche gerade... Man sich nochmal, hier so, okay. Das Ding nervt. Das nervt überhaupt nicht, weil es ist super. Ja, wollen wir nochmal neu starten jetzt? Jetzt haben wir noch die Chance. Wollen wir machen, ja? Oder wir versuchen es einfach zu zerstören. Verdammt. Wie willst du was zerstören, was du nicht siehst? Jetzt höre ich es aber nicht mehr. Ja, hier bei mir ist es. Mann, dieses unsichtbare Teil verfolgt uns. Das nervt. Ich mach einen Neustart, Alter, das reicht. Bis gleich, Leute. Verpissen. Ja, okay. Ja, oder wir verpissen uns. Komm, wir versuchen uns zu verpissen. Wir versuchen das einfach. Hier hoch. Muss erstmal die Lautstärke hier runter machen. So. Beeil dich, Tudu. Ja. Ja. Genau, das ist jetzt unsere Mission. Wir verpissen uns mit irgendwas. Warte mal. Was ist das für eine Homo-Mission? Das passt ja zu dir. Irgendwie ist das Ding direkt neben mir. Wie machen wir nochmal eine andere Ansicht? Eigentlich auf Steuerung, aber das geht hier bei Scars wohl nicht. Ah, okay. Alter, die haben Nitro. Tatsächlich? Wie machen wir das an? Shift. Aber du, das bringt nichts. Der gute Fahrkünste. Teil verfolgt mich trotzdem. Ich hör's auch. Was ist denn da los? Ich hab dich gerettet. Danke. Komm, ich mach Neustart, das ist eklig. Teil. Ja, komm, dann verbissen wir uns jetzt hier. Interessanter Exkurs. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Tudu. Jetzt pausiert sich wieder meine Musik. Ah, weil super, das Half-Life Technik. So eine Hure ist. Mann, doch, dahin. Die Hure Half-Life habe ich jetzt besiegt. Indem ich meine Musik wieder auf Play gemacht habe. Klingt komisch, ist aber so. Haben wir da was Neues? Nein. Oh, no. Ich hab keine Waffe! Mann! Ist doch fair! Ah! Yeah! Das ist unfair, du musst nicht mal was spawnen lassen erst! Nö, warum? Ah!
Mit georgischen Homo-Sau. Oh shit. Oh oh. So, oh, jetzt ist Ruhe im Karton. Schlecht. Das war schon besser. Ja. Aber immer noch schlecht. Oh. Oh, Atomkraft. Ja. Klasse. Ich will das auch die ganze Zeit spawnen, aber irgendwie klappt das bei mir. Ja, das ist auch gut so. Das ist so eine Sache mit der Atomkraft, ne? Ja, ist ja völlig ungesund. Die darf nicht jeder, ne? Ey, ist ja auch voll ungesund, ne? Die ist so atomar und so kraftvoll. Ja, und so atomar auch. Die Atomarkraft. Steckst du? So kräftig ist die auch, die Kraft. Ja, und atomarisch besonders. Und atomisiert und kraftvoll. Hallo, bist du noch da? Ja. Ah, da hinten. Weltkriegswaffe hier. Was werfe ich eigentlich da nach dir? Ach, diese Zombie-Säckchen da. Funktioniert irgendwie gar nicht. Meine Waffe ist irgendwie auch nichts für Entfernung. Irgendwie sehe ich mein Fadenkreuz jetzt besser. Ich kann dich nur No-Scope abschießen. Ja. Treffe ich denn wenigstens? Oh, was haben wir da ein schönes? Du hast ein Error-Zeichen. Tatsächlich? Ja, so eine, auf jeden Fall so eine fehlende Textur. Nö, bei mir ist die nicht fehlend, die ist toll. So, komm, jetzt reicht's, jetzt machen wir mal was hier. Genau, lass uns doch mal was Schönes bauen. Ja. Wir zocken übrigens jetzt keine Horror-Map, wie gewünscht auch mal zwischendurch wieder weiter rumtrollen und Sachen bauen. Genau. Oh. Tut mir leid, das muss ich aber ausprobieren, wie das Ding funktioniert. Dann bauen wir doch mal was, würde ich sagen. Was kann man gut in Bäumen bauen? In Bäumen, ja. Idiot. In Dingern. Wie heißen die Dinger jetzt hier? Mountains, natürlich. Hier. Electric. Electric, fick dich! Nein, Electric! Ich wähle dich, Electric! Mach den Grantelbart, Fickangriff! Nein! Oh. Ich habe übrigens einen Elektrostab in der Hand, diese Textur, die du nicht siehst. Gut. Wollte mal! Ich wähle dich. Ja, bringt nichts. Bringt nichts? Boah, Sichlor, das fand ich so cool. Aber ich hatte die blaue Edition damals und da gab's das nicht. Das hier. Ich bin Sichlor. Aufräumen mit Müll, Sichlor. Mein Müll, Sichlor. Was haben wir denn hier noch? Ja, da räumst du dein Strecks Gandorf mal weg da. Was ist das? Ja, nimm dein Ganondorf wieder. Ganondorf. Aha. Der Endgegner von Zelda. Ich kenne ja echt nichts von Zelda, muss ich sagen. Aber Sichlor kennst du. Sichlor kenne ich auf jeden Fall. Sichlor. Da haben wir doch was Schönes hier. Das ist doch schön. Ah, geh weg mit deiner schwulen Maus da. Mickey Maus! Weg mit dem Sichlor. Weg! Mickey Maus! Weg mit der Ficky Maus da. Lass es los! So, ich hab den Zähne gefreest. Nein! So. Sichlor, Angriff, Sichlor. Da musst du wenigstens einen Angriff also von ihm kennen. Der hat ja verschiedene Angriffe gehabt. Ja, Sichel? Ja. Das ist ganz schön schwach, To-Do. Ganz schön schwach. Ja, dann eben Tackle hier. Enter. Enter. Verwandel mich zum Super Saiyajin. Enter. Habe! Hast du dir mal die japanischen Originalstimmen angehört? Nee, aber kennst du die Namen von den Übersetzungen hier? Bulma heißt irgendwie Brust, Kakarott, also so ein Goku heißt Karotte und so. Chichi heißt Titten. Titten, achso. Jetzt machen wir 10 Minuten schon und haben noch gar nichts gemacht hier. Ist die Frau von Son Goku, Chichi. So, was haben wir denn hier noch? Ich suche mir mal da was aus. Ach, mein Lieblings-Pokémon ist auch da. Mit einem hässlichen Pflanzenrücken. Analomon? Turtok? Mit einem hässlichen Pflanzenrücken. Ach, der Turtok, dieser Knospe. Der gefälschte Turtok. Aua, Turtok hat mich vernichtet. Turtok ist nicht friendly. Dafür, dass ich ihn beleidigt habe.
als Fälschung. So, ich schnapp mir jetzt hier den LKW und mach mir da irgendwas Lustiges dran. Ich mach jetzt ein Pokémon-LKW. Kikli. Fickli? Hey, Kikli ist blöd. Ich mag Kikli nicht. Magst du Nocturne mehr? Nee, ja doch, ich habe immer Nocturne genäht, aber die... Genäht? Gewählt. Aber die waren bei mir immer so zweite Wahl. Die waren immer direkt auf der Box. Ja. Guck mal, das ist Geowatz als Kugel. Hast du dich, warum hast du eine Klobrille in deiner Killmeldung? Weil bist du im Klo ersoffen? Deine Witze. So, jetzt machen wir da mal den Voltoball dran. So, ich baue jetzt auf jeden Fall was mit... Lass es doch mal, bitte. Volto-Auto. Das ist sehr originell. Mach mal da hinten dein Geowatz-Knotzen da weg. Lass mal bitte Geowatz in Ruhe. Ich will damit was bauen. Stopp. Hui! Stopp, nein! Ich versuche... Hol das nochmal zu mir. Aus der Entfernung gar nicht mehr. Doch, Fuck. Du musst es nur treffen. Warte, ich hab's. Zack. Lass jetzt Geowatz in Ruhe. Ey, ich hab ne coole Idee. Gib mal her den Dreck. Ey. Warte, ich hab ne coole Idee. Den Berg hochschmeißen und runterrollen lassen. Geowatz, Angriff. Mach Überroller. Hui. Jetzt hat einen zweiten. Viel Spaß mit deinem Geo-Rotz. Geowatz möchte aber nicht hier. Jetzt geh weg damit. Nee. Geowatz muss dich bestrafen. Geh weg mit dem Geowatz. Riesen-Missing-No! Riesen-Missing-No! Ja, das gibt's doch nicht. Riesen-Missing-No! Geowatz! Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Hör ja auf mit dem Scheiß. Mit die Scheiße, ja. Mit die Scheiße, ich kann schon gar nicht mehr Deutsch hier. Aufgrund deiner Dummheit. Geo-Shotgun! Bauen. Geo-Submachine Gun! Nein. Okay, dann bau mal was hier mit Geowatz. Darf ich jetzt? Ja, mach doch. Mach doch, da sagte so einfach. Hör auf mit dem Scheiß! Tschüss, Geowatz! Nein! Geowatz! Nein! Du musst dir. Nein! Darf doch wohl nicht wahr sein. Er fliegt da rein. Wie hast du das gemacht? Das ist ja echt cool. Ich hab nur Luftballons dran gemacht. Wie warte, ich mach sie wieder weg, dann kommen die alle runter. Nee, ich hab sie schon weggespawnt. Zeig mir mal, wie man das macht mit den Luftballons. Ja, du wählst die Ballons aus. Rechts als was, in der als Leiste, Welt? Als Ballon. Rechts? Ah, hier. Cool. Komm, wir machen jetzt einen Versuch. Jeder wählt sich ein Pokémon seiner Wahl. Und dann müssen wir jeweils immer einen Ballon platzieren. Und wer in seiner zuerst hochfliegt, hat verloren. Okay. Das klingt doch gut, oder? Das Schwerste. Ja. Okay. Dann schauen wir mal. Halt, es ist echt ein guter Versuch. Gute Idee. Sehr kreativer Mann. Oh ja. Also Pokémon. Nur Pokémon. Alle Generationen, würde ich sagen. Okay. Dazu müsste ich natürlich die älteren, die neueren Generationen kennen. Die kenne ich aber natürlich nicht. Aber egal. Das hier ist auf jeden Fall ein richtig fettes Pokémon. Das könnte man sich überlegen. Warte mal, ich habe eine bessere Idee. Stopp mal. Lass mal bitte. Ich habe eine Idee. Was wir denn? Müssen jetzt jeder einfach nur so aus Verdacht einspawnen. Wir dürfen nicht vorher gucken, wie fett das ist. Okay? Also okay. Wir spawnen eins und dann schauen wir. Okay. Okay. Ich bin bereit. Deine Zuschauer kontrollieren dich, meine mich. Okay, ich nehme jetzt... mal Bug, sag ich. Wo ist, ach, da hier, okay. Ready? Ja, 3, 2, 1, los. Ja. Sieht gut aus. Deins auch. Tust du deins auch aus dem Boden befreien, falls es feststeckt? Ja, genau, das ist eine gute Idee. Okay, wo Frage ist die Frage ist, wie lass Ballon? Ich das am besten hochdingsen? Ich glaub so. Oder nur am Kopf. Nur am Kopf, glaube ich. So. Ist, glaube ich, es spielt auch eine Rolle, wo man das festmacht. Ja, dann
mach dich mal bereit. So, warte mal, also ich muss nur Ballon auswählen, ne? Ja. Welchen Ballon hast du unten rechts? Das ist scheißegal, wie der aussieht. Ich nehme den Hund. Der sieht süß aus. Nehme ich auch den Hund. Nehmen wir beide den gleichen. Dann okay. Auch da, wer ist. Also nur ein, oder was? Ah, oh, nein, jetzt habe ich mein Pokémon weggemacht. Da. Nur ein Ballon? Ja, jeweils immer ein. Und wen seid zuerst hochfliegt? Also im Abweg, im Rotationsprinzip. Okay. Ich fange an. Ja. So, einer. Zwei. Einer. Zwei. Okay. Drei. Drei. Oh. Das sieht schon gut aus. Ja. Fürs Verlieren, ne? Warum ist deins so scheiße fett? Weil es ein Walfisch ist. Oh. Nein, bleib unten. Tschüss. Wie fett ist denn dein Scheißteil? Nee, soll ich dir was sagen? Schau mal. Ja. Nee, weil meine Luftballons haben nur keine Anziehungskraft. Ach, das ist doch uncool, Tudu. Ah. Mi, 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 mi. Ja, ich dachte, wir spielen fair. Das ist ja ein Wettkampf. Ja, dann machen wir jetzt fair. Dann machen wir alles wieder weg. Als Bestrafung? Ja, gut. Nimm das.